ich finde, wenn er die ruhigen Parts macht, klingt das so leicht wehleidig. Was geht ab? Herzlich willkommen zu Rap Talk. Und heute geben wir uns von Samra und Kapital Berlin. Exakt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ist aus. Wir gehen rein? Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich bin gespannt. Samra, Kapital, Berlin, alles nichts Neues. Beat wieder mal von Beatsa und Joker F. Ja, ich hoffe, der Sound ist ein bisschen abwechslungsreicher als bisher. Mhm. Würde ich nämlich genauso behaupten. In letzter Zeit war das immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Was? Sehr ähnlich. Genauso mein Gedanke. So, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Genau. Die stehen aber auch auf diese Flöte, ne? Ja, aber kannst wirklich sagen, andauernd. Aber andauernd, immer diese andauernd. Flöte. Ja, immer. Jeder zweite Beat ist mit der Flöte. Jeder zweite, ich würde sogar fast jeder. Die skippen dann einmal die Flöte, aber ansonsten. Ja, ja. Komm. Ja, gut, weiter. Walla, walla, Nazar, Nazar, mach kein Auge auf mein Para und ich rauche die Zigarren. Voll Kaffer, wenn wir ballern, bring uns Kippen, Marlboro, Rot, Gold, Tabak. Wieder die obligatorische Kippe in die Kamera von Samra. Man kennt ihn genauso. Mittlerweile rechnet man mit Stangen. Genau, also pro Videodreh eine Stange geht weg. Hundertprozentig. Ja, also ich finde... Der Einstieg ist halt gut, aber es ist halt wieder nichts Neues. Ne? Es ist, also was man bisher gehört hat, ist halt original das, was man immer gehört hat, bis auf die Reimkette, die Samra am Anfang gebracht hat. Die war ein bisschen abwechslungsreicher als sonst. Aber als er dann wieder seinen Samra-Flow ausgepackt hat, war einem schon wieder klar, in welche Richtung das geht. Richtig. Was man halt auch noch sagen kann, ist halt gut, der Einstieg, wieder dieses relativ ruhige. Und dann mit mehr Energie, wenn der Beat auch einsetzt, schön da rein. Ist halt ein Erfolgsrezept bei denen, ne? Bei beiden irgendwo. Ja, 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 ja. Aber halt alles nach Schema F. Ja, nichts Neues, sondern das Funktionierende weiter ausmelken irgendwie. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwas, was wir noch nicht gehört haben. Deswegen würde ich sagen, hören wir einfach mal weiter rein. Genau. Sie wollen wissen, wie viel die verdienen. Wir mischen Darby mit Multivitamin. Blaulich, wenn wir abhauen. Überfahr den Stau im DTS matt grau. Hab Geduld, Baba. Und ich stech mir 95 BPM in meine Pulsader. Ja, ich rauch, nehm alles in Kauf. Ra, für den Bratan geh ich drauf. Ja, der Part von Samra, ich fand ihn jetzt nicht so überzeugend, ne? Ist halt ein grundsolider Part. Ja. Aber irgendwie schon alles, was er schon mal in irgendwelchen anderen Tracks gesagt hat, recycelt. Nur, dass er halt jetzt nochmal sagt, dass er für den Bratan, also Kapital da in dem, aufgehen würde. Ja. Ah, ja. Schwierig. Bisher bin ich noch nicht überzeugt. Ich auch nicht, gar nicht, null. Aber vielleicht ist die Hook gut, vielleicht ballert die und vielleicht liefert Kapital einen stabilen Part ab. Der Start von der Hook hat mich jetzt sehr stark auch an den letzten Track von Samra erinnert. Ja, 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 ja. Diese 6 Uhr, wieder dieses, ne? Aber diesmal macht Kapi die Hook, so wie es das gerade angehört hat. Komm, machen wir mal weiter. Jo. Alle hätten uns an, doch wir haben nichts gestohlen. Aber die Kugeln liegen schon im Lauf. Sie nehmen uns fest über Holland oder Polen. Denn in Berlin darfst du niemandem vertrauen. Der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen. Aber die Kugeln liegen schon im Lauf. Fest über Holland oder Polen, denn in Berlin darfst du niemandem vertrauen. Ein paar Mios für ein Album, ja, so steht es im Vertrag. Was redet ihr von Rock? Ich geb die Hälfte an den Startup, das. Ja. Was ja, redet ihr von Rock? Ich geb die Hälfte an den Start. Ja, es ist, also, die Line war gut. Die Hook
Ich fand es gut, dass Kapi eingesetzt hat am Anfang und nicht Samra. Mhm. Weil Kapi das mit dem Ruhigen besser kann, finde ich. Ja. Und es war halt wieder das Rezept. Wir fangen ruhig an und wir machen dann nochmal die gleiche Hook nochmal in etwas aggressiver. Und die haben das sehr gut aufgeteilt, dass Kapi das Ruhigere gemacht hat und Samra das Aggressivere. Ich bin gespannt, wenn die zweite Hook kommt, ob die das genauso wieder aufteilen oder ob die dann switchen. Das wäre mal was, besser, ne? Fänd. Das was ich persönlich was. Besser fände, weil ja jetzt Kappis Part kommt und wenn sein Part zu Ende ist und er dann direkt wieder mit der Hook startet, dann nimmt das irgendwie das so. Es ist dann wieder so dieses 0815, weißt du, was ich meine? Ja, komm, hören wir weiter. Das Game in meiner Hand, du willst ficken, stell dich hinten an. Deine S-Klasse trage ich am linken Arm. Import oder Export, Groupies oder Escort. Bra, wir knacken Bitches wie ein Kennwort. Du bist ne Klassennummer in deinem Drecksdorf. Aber alle zittern, wenn es Füße um 6 klopft. University Meeting, Kokain und Gambas. Seitdem der Bratan da ist, läuft's ein bisschen anders. Hinter mir die Anjas, Kapi Dabba, Kapi Pizza. Nicht mehr Kapi, Kapi der Bossi Wichser. Ich fand, also Kapis Part war gut. Den fand ich wirklich gut. War wirklich ein guter Part, gute Lines, gut geflowt. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du das mehr feierst, wenn Kapi den ruhigeren Part macht als Samra. Ich fand aber mit der Art und Weise, dieses, sag ich mal, mit mehr Energie zu rappen, fand ich jetzt bei Kapi im Allgemeinen viel geiler. Ja, natürlich. Ich rede nur davon, von dem Vergleich. Wenn du Kapi und Samra miteinander vergleichst mit den ruhigen Parts, finde ich, Kapi macht den ruhigen Part besser, als Samra den ruhigen Part macht. Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, also jetzt auch nichts, ne, so von wegen gegen Kapi. Ich finde, wenn er die ruhigen Parts macht, klingt das so leicht wehleidig. Ja, wegen dem starken Autotune und dem starken Singsang, den er reinbringt. Genau, das finde ich nicht so geil. Aber ich feier den Part, wo er dann angefangen hat, ein bisschen aggressiver zu rappen. Das feiere ich richtig. Das ist schon. Das ist sehr nice. Ich finde halt so, bei Samra ist halt so dieses Ruhige und dann ins Aggressive zu gehen, ist halt, finde ich, absolut ausgelutscht. So, das hörst du halt in jedem Song von ihm. Und wenn er jetzt zum Beispiel komplett die Hook gemacht hätte, oder erst den ruhigen Part und Kapi hätte da jetzt halt nicht gepasst, weil Samras Part vorher lief und so. Wenn sie es jetzt so switchen, wäre ich sehr angetan, sagen wir es mal so. Sehr angetan. Dann bleiben wir mal nicht länger gespannt und hören rein. Besser ist das. Der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen. Na, leider nicht. Aber die Kugeln liegen schon im Lauf. Sie nehmen uns fest über Holland oder Polen. Denn in Berlin darfst du niemandem vertrauen. Der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen. Aber die Kugeln liegen schon im Lauf. Sie nehmen uns fest über Holland oder Polen. Denn in Berlin darfst du niemandem vertrauen. Was ich auch glaube, warum die es jetzt nicht gemacht haben, weil Samra in dem aggressiveren Part viel melodischer klingt, das als es sein, beispielsweise Kapi tun würde, wenn er so aggressiv rappen würde, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, wie seht ihr das? Wer von beiden macht was denn besser? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen. Und dann würde ich sagen, wir hören mal weiter, gucken, was der Track sonst noch zu bieten hat. Machen wir. Übrigens, kurze Anmerkung. In manchen Passagen von dem Video trägt Samra die gleiche Jacke wie im letzten Video. Echt? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Achte mal auf den Louis V-Pulli, den er zwischendurch trägt. Ja, okay. Jetzt kommt er natürlich nicht mehr. Schade, man sieht ihn gar nicht. Ja, also was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel, dass man wieder den Beat so extrem lange ausklingen lässt. Das finde ich einfach zu viel. Ich weiß nicht, werden wir auf Spotify hören, wenn ich... Ich werde den Song auf jeden Fall in die Playlist mit reinnehmen, weil es ist ein Song, den man hören kann. Wir kritisieren ja auch auf sehr hohem Niveau, muss man dazu sagen. Ne?
Also es gibt auf jeden Fall Leute, wo man härter kritisieren kann. Ja. Wir suchen die Fehler und wir weisen darauf hin. Was heißt noch nicht? Es sind ja noch nicht mal Fehler, die wir suchen. Es sind ja einfach nur diese Punkte, die uns persönlich in dem Moment stören oder wo wir vielleicht Punkte haben, womit der Track vielleicht fetter wirken würde. Genau. Für uns persönlich. Persönliche Meinung. Geschmack, ne? So. Nicht, dass man dich wieder in den Kommentaren auseinandernimmt. Nein. Mich in den Kommentaren auseinandernehmen, das ist ja noch nie passiert. Ja. Was sagst du dazu, zu dem Song? Ja, im Allgemeinen kann man sagen, irgendwie hat er für mich jetzt sehr kurz gewirkt, dadurch, dass sie jetzt nicht noch einen dritten Part hinten dran gemacht haben. Sehr schnell vorbei. Es bleiben mehr von Kappis Aussagen hängen als die von Samra. Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt irgendwie der erste Teil der Hook nicht so besonders, wo Kappi das mit dem ruhigen Part macht. Der zweite Teil der Hook passt dann aber wieder, Samra den macht. Mhm. Aber das ist nur meine persönliche Meinung halt. Ansonsten, es ist ein solider Track, den man pumpen kann, aber eine Dauerschleife würde ich mir den, glaube ich, nicht geben können. Was sagst du? Boah, also ich finde, das ist ein Song, der passt gut in eine Playlist rein. Ist aber halt auch kein Hit. Also da haben beide schon krassere Sachen ab. So, und ich finde es schade, dass in letzter Zeit so wenig wirkliche Hits von den beiden kommen. Hm. Sondern oft halt einfach nur der neue Song. Weißt du, was ich meine? Von Kapital noch weniger als jetzt von Samra, weil von Kapital ist halt in letzter Zeit generell sehr wenig gekommen. Ja. Im Verhältnis zu Samra. Es gibt Rapper, die releasen nicht ansatzweise so viel wie ein Kapi. Ja. Aber im Verhältnis zu Samra hat in letzter Zeit sehr viel released und ich fand, es war halt immer so dieses Gefühl, man hat den nächsten Song vom Album jetzt, den man hören kann, aber es war halt nie wirklich so der absolute Hit dabei, von meinem Gefühl her. So. Jetzt kommen die Features, jetzt das zweite Feature in relativ kurzer Zeit, wann war das? Vor einer Woche? Zwei Wochen? Vor zwei Wochen? Das letzte Feature von den beiden? Zwei Wochen ist das jetzt erst. Vor zwei Wochen meine ich, ja. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ich finde, sie müssten jetzt mal wieder einen Hit raushauen. Also es ist an der Zeit, wirklich wieder einen Hit rauszuhauen. Was, wo du sagst, boah, krass, was haben die da gemacht? So. Ja, sowohl der Track als auch der letzte sind halt eher so, ich red mir was von der Seele. Ja, ja. Genau. Genau. Ah, genau. Genau. Schwierig. Ja gut, hören wir noch ein bisschen den Beat zu Ende. Vielleicht kommt der nochmal eine Zeile. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ja, dann wohl eher nicht. Dann wohl eher nicht. Ich würde sagen, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann checkt die Videos über uns ab. Und dann sehen wir uns wieder morgen mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.